Und damit sei grüßt, meine zwei genommen habe zu denken, um zu anderen Acht. The Legend of Zelda. Link's Awakening für die Switch. Ja, ich fürchte, wir müssen hier erstmal woanders hingehen. Und wir waren hier, glaube ich, im letzten Part schon auf falscher Fährte. Jetzt müssen wir hier erstmal. Ich glaube, es wurde uns irgendwas gesagt Richtung. Irgendeine Steppe müssen wir besuchen. Da war, auf jeden Fall waren wir hier falsch. Das habe ich noch nach der Aufnahme irgendwie mitbekommen. Haben wir auch gesehen, im letzten Part geht es noch nicht so wirklich lang. Im letzten Part hatten wir hier mit Boris zu tun. Vielleicht kann ich hier durch den Fratzenwald irgendwas erreichen. Nein. Die greifen mich nicht so einfach an. Das Herz brauche ich. Ja, damit. So, hier vielleicht mal durch den Wald durchkommen. Grundstepper. Das klingt doch ganz danach, wo ich hin wollte. Das klingt doch nach, ganz nach meinem Ziel. Wo sind wir hier? Achso, Hexe. Aha. Es hat eine Schlummermurchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Hihihi. Aha, ich habe eine Schlummermurchel mit dabei. Das ist mir aber neu. Das Pulver ist fertig. Ich kann es gleich mal in der Hütte ausprobieren, aber nicht verschwenden. Das tue ich ständig. Zum Pulver verschwende ich ständig. Ich glaube, auf Y habe ich es. Ich muss die Ratte. Das Licht können wir anmachen. Das kann Gegner mit Zauberpulver bestäuben. Und schauen, was passiert. Hat es keines mehr, bringe es mir ein paar Pilze. Dann gebe ich ihm wieder etwas davon. Findet es keine Pilze, verkaufe ich ihm etwas von meinen Restbeständen. Das ist ja nett. Also die Ratte ist hier kein Gegner oder was? Jetzt habe ich hier schon ein bisschen was verplempert. 58 Rubine. Nein, kaufen wir es mal. Warum auch nicht? War jetzt nicht so sehr notwendig, aber ich werde es wieder verschwenden. Weil ich ständig auf Y komme. Das ist hier eine Kokolinsteppe. Geht's hier vielleicht gleich mal in den nächsten Dungeon? Ich meine doch, dass mir gesagt wurde, dass es hier ein Dungeon gäbe. Wie wär's denn mit dem hier? Mit den Steinen. Da konnten wir ja nicht durch, weil wir noch keine Steine heben konnten. Wie sieht's jetzt hier aus? Können wir hier jetzt durch? Eine blöde Fledermaus hier. Geh mal rüber. Ich werde hier gleich Game Over gehen. Und die Herzen verschwinden in den Löchern. So muss das sein. Anziehen. Dieser Block ist äußerst brüchig. Vielleicht kriegt man ihn irgendwie kaputt. Das ist so bestimmt nicht. Da brauchen wir bestimmt noch eine größere Macht. Den können wir bestimmt schieben. Ganz richtig. Also kommen wir auch nicht weiter. Zum Herzstück kommen wir erstmal nicht. Tja. Schade. Was? Auf dem Friedhof? Eine Abkürzung zum Friedhof oder was? Wie kommen wir denn darüber? Ich glaube gar nicht erstmal. Momentan noch nicht. Aufpassen, dass wir nicht selbst runterfallen. Da müssen wir noch woanders nachsuchen. Da wäre ich vorher wohl nicht lang gekommen hier. Weggemauen. Maulwurfjagd. Schaut mir doch fast wie Maulwurf aus. Teil der Macht.
Was auch immer die von mir wollen. So, was gibt's hier? Ein Grabstein. Irgendwo können wir es doch einen Metall der Macht benutzen. So, hier waren wir auch schon mehrfach. Jetzt sollte ich mal hier runter gehen. Vielleicht gibt es hier unten noch was zu entdecken. So, hier, wo wir zum Beispiel nicht durchkamen, wo wir den Stein noch nicht nehmen konnten. Ungarsteppe. Oder war es das, wo wir hin müssen? Irgendwas mit Steppe habe ich in Erinnerung. Da müssen wir irgendwie hin. Wo ist der nächste Dungeon? Hier ist nur eine Truhe. Was heißt nur? Und da war es doch auch schon verkackt. Obwohl. Es kann auch noch was werden. Muss aber nicht. Man kann jeden Stein nur einmal schieben. Na gut, den jetzt nicht mehr. Ich muss von vorne an die Kiste ran. Das heißt, ich muss nur den Stein hier verschieben. Das geht nur von der anderen Seite. Aha, okay. Mal das Loch hier öffnen. Ach, den können wir jetzt, den können wir da reinschieben. Dann können wir hier durch. Falsche Seite. Können wir den jetzt hier reinschieben? Können wir den jetzt hier runterschieben? Den Stein dort irgendwie reinschieben? Nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja jetzt blöd gelaufen. Muss wohl nochmal zurück. Ich hätte den Stein dort reinschieben müssen und dann... Oder war das noch machbar? Bin ich jetzt zu früh rausgegangen? So, Sekunde. Als erstes können wir doch den Stein hier verschieben. Gegner hier mal ausschalten als erstes. Dumm gelaufen. Hätte mal reinfallen müssen. So. Das hier mal rein. Vielleicht komme ich dann sogar an das Herzteil ran, wenn ich ein bisschen überlege. Da muss ich auf jeden Fall einmal rum. Wäre es, wenn ich den hier verschiebe? Dann kann ich hier... Ah, dann kann ich den auch nicht verschieben. Kann ich aber erstmal hier lang. Ein Herzteil. Ein Herzteil, ein Herz. Das kann ich doch loswerden hier. Dann kann ich den hier verschieben. Sehr gut, dann komme ich erstmal an die Kiste ran. Dafür gibt es 50 Rubine. Immerhin etwas. Da kann ich jetzt den Klotz verschieben. Aber wie bringt mich das weiter? Den kann ich nicht verschieben, den kann ich nicht verschieben. Ans Herzteil komme ich trotzdem nicht ran. Tja, egal. Was soll's. Ja, Stefan. Ich komme hier mal zum nächsten Dungeon langsam. Das wäre nicht schlecht. Oh, hier haben wir erstmal Teleportationsfeld, wenn ich das richtig sehe. Ja, Stefan. Sehr gut, da können wir uns teleportieren. Das könnte man durchaus mal gebrauchen. Werden wir vielleicht mal irgendwann brauchen können. Möwendorf. Sicher, dass es kein Dungeon gibt? Ich glaube schon.
Ein Herz. Sehr gut. Ein Herz link. Und da komme ich gerade nicht durch. Da muss ich nochmal außen drum herum gehen. Oh nein. Da komme ich auch nicht lang, weil da ein Stein davor steht. Und ganz weit außen rum gehen. Was ist hier drin? Hallöchen. Ja. Richard. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurde die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Großartig, genau gesagt, handelt es sich um 5 goldene Blätter. Na herrlich. Und ich will sie alle. Vergesse er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Haben wir die vielleicht schon zufällig? Ich bin nicht ängstlich, ich warte hier nur. Frösche. Inventarzerstörung. Du untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Ein tolles Regal, also. Faszinierend. Das sind da seine Landschaften oder was? Richards Villa. Und seine Landschaften. Okay, müssen wir uns mal drum herum schleusen. Ich will ja nur zum Tempel hin, in die Dachsteppe. Dann müssen wir hier wohl jetzt mal durchs Wasser. Und ich kann nicht schwimmen. So, okay. Hier erstmal ein bisschen aufräumen. Die Scheißviecher können auch noch fliegen. Die Paraviecher. So, was haben wir denn hier? Ein Tempeleingang, den man erstmal irgendwie aktivieren muss. Ich hätte noch einen Schlüssel für gebraucht. Den wir, glaube ich, nicht haben. Das kannst du nicht hochheben. Aha. Okay. Ich verstehe nicht. Vielleicht müssen wir woanders rein. Ist der Eingang anderswo? Ich greife mich mit fliegender Pilz an. Alles klar. Ein fliegender Pilzbomber. Bomben. So sieht's aus. Und was bist du für ein Ding? Sackgasse hier. Vorerst. Da können wir runterhüpfen, aber da kommen wir nie wieder hoch. Ach, der schmeißt mit Bomben. Da können wir mit Pilzen was machen, aber gut. Wir haben ein Telefon. Vielleicht gibt es dann einen Hinweis. Tut. Ja, hier. Ulria. Sag, was willst du? Willst du Bananen? Sprich doch wieder mit den Leuten im Dorf. Tschüss, tut gut. Klick, tut gut. Bananen? Wieso sollst du Bananen wollen? Ich will zum nächsten Tempel. Das tue ich dir wollen. Wieso sollst du Bananen? Warum zum nächsten soll ich Bananen wollen? Schloss Kanalet. Ah, interessant, aber rein komme ich jetzt noch nicht, oder was? Interessant. Den Ort mal auf der Karte markieren. Wäre nicht schlecht. Oh, hier war einiges freigeschaltet. Naja, ist ja gut sichtbar. Einmal markiert. Vielleicht bringt das irgendwas. Schloss kann alles 50 Schritte. Wenn du das sagst, dass das 50 Schritte sind. Die Fliegeviecher sind aber auch lästig.
So, ich suche jetzt immer noch nach dem Dungeon. Tano und der Ulrich Stepper. Unterwegs. Oha. Skelettviecher. Ich kann mal die anheben. Verdammt. Und jetzt besiegen. Erstmal Totenkopf wegschmeißen. Und dann besiegen. Kommst du her. Ich geh das Häuschen weg. Okay. Und nun geht's hier weiter mit den. Verdammt. Nee, gleich Game Over. Herzchen. Verdammt. Herzchen. So, ich krieg eine neue Art von Monster. Auch nicht schlecht. Die sofort auf Angriff und Konfrontation. Bombenpilz. Leider habe ich noch keine Pfeile. Schwimmen können wir noch nicht. Ist auch schlecht. Hier haben wir wieder das Telefon. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Wie sollen wir da bitte rüberkommen? So zum Beispiel. Und wieder in einem Dungeon. Aber ich kann auch nicht schwimmen. Tja, lernen wir vielleicht noch irgendwann. Brauchen wir vielleicht für den nächsten Tempel. Da musst du ein bisschen besser springen. So, ist eine knappe Sache hier. Dann gehen wir wohl erstmal ins Dorf und fragen nach einer Banane. Was auch immer. Zwergenbucht. Das gefällt mir doch. Wir haben einen Teleportationspunkt gesetzt. Okay, so weit hüpfen kann ich noch nicht. Erkunden wir jetzt hier erstmal die Gegend, sofern wir können. Nach Können sieht das nicht aus. Dann kommen wir später wieder. Teleportiere mich mal hier hin. Dann machen wir mal das, was uns das Telefon gesagt hat. Die Dame am Telefon. Eine Banane. Eine Banane brauchen wir. Da sollen wir die Leute im Dorf fragen. Von hier aus. Im Dorf sind wir jetzt. Möwendorf. Dann klappern wir mal alle ab. Hast du eine Banane für mich? Tach, hol dir etwas zum Regal und bring es zur Kasse. Eine Schaufel brauche ich. Luxusschaufel 200 Rubine kaufen. Ich brauche ich für die eine Quest. Ich weiß nicht warum, aber ja gut, machen wir es einfach. Bomben. Kann ich gerochen. 10 Bomben, 10 Rubine kaufen. Vielen Dank und bis bald. Und jetzt haben wir Bomben. Das ist gar nicht schlecht. Nur noch Platz 200 Rubine. Ein Herzteil. Warum nicht? Herzteil 200 Rubine. Sehr gut. Das ist nicht verkehrt. Hast du eine Banane für mich? Ich liebe diese Melodie. Und du, Zwergi, was liebst du? Fuxi. Und die nehme ich auch. Telefon hier.
Telefon. Vielleicht kann der mir nochmal, jetzt kann ich mir das nochmal durchlesen. Tut, tut. Ja, hier, Ulrika. Hast du nicht alle 5 goldenen Blätter? Dann lege doch mal eine Bombe an, verdächtig aussehende Stellen. Ich hoffe, das hilft. Dick, tut, tut. Das ist doch keine Banane. Jetzt will ich mit Bomben. Jetzt will ich Bomben haben, soll ich mit Bomben. Verdächtig aussehende Stellen. Aha. Okay, dann schauen wir mal nach Bananen und danach. Die waren da bestimmt noch nicht drin. Verdächtig aussehenden Stellen. Trüchigen Stellen. Man mit Bomben in die Luft springen kann. Traumschreien. Aha. Rein da. Was passiert? Aha. Das bin ich im Traumschreien oder was? Verdammt. Da komme ich nie wieder rüber. Traumschreien wieder betreten. Aha. Wie kommen wir denn an dir vorbei? Ach so, du. Läufst so wie ich laufe. Bin ich hier im Traum dem Over gegangen. Sehr abenteuerlich. Im Traumschrein. Jetzt halte ich doch nur mal runter. Ich folge scheinbar meinen Schritten. Dann haben sie mich besiegt. Was zum Henker? Und da ist ein Musikinstrument scheinbar drauf. Das ist nicht unrelevant. Da müssen wir mal so erstmal hin. Wie zum Henker soll ich euch besiegen hier? Vielleicht kann ich hier mit Bomben? Bomben im Inventar. Ich sollte die mal auf Y legen. Bomben auf Y. Das funktioniert nicht. Na, sehr gut. Ich sterbe hier dauernd. Wie soll ich denn hier? Soll ich nie jemals weiterkommen? Vielleicht ist der Dungeon noch ein bisschen zu hoch für mich. Vielleicht sollte ich mal mit Pfeilen schießen, die ich noch nicht habe. Oder so. Ja, wenn ich jetzt hier bin, dann ist er. Nicht zum Henker. Ich falle da immer wieder rein und sterbe, wenn die mich treffen. Kann ich über die drüber hüpfen oder wie ist das? Ich blick's nicht. Chaos im Traum schreien. Schön, jetzt ist der weg. Dann kommt doch gleich der nächste. Das ist mir echt ein Rätsel, wie ich hier weiterkommen soll. Wenn sie sich immer so bewegen, jetzt habe ich ja 2 hintereinander. Kriege ich aber auch Schaden von. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ach du Schreck.
Das soll noch funktionieren. Theoretisch funktioniert das irgendwie. Vielleicht kann ich da reinlocken, dass die selbst drauf latschen und reinfallen. Und jetzt mal hier ist die. Das ist mir selbst reingefallen. Ist der hier reinmarschiert? Puh. Wie soll das was werden? Ich blick's absolut nicht. Da werde ich hier von ihm getroffen und jetzt hier. Es ist absolut. Ich glaube, das lassen wir erstmal bleiben, oder? Das wäre vielleicht ratsam. Da jetzt nicht zwanghaft versuchen. Mit Pfeilen könnte man das machen. Pfeilenbogen haben wir noch nicht. Bevor ich jetzt alle meine Bomben verschenke. Goldene Blätter müssen wir suchen mit den Bomben. Eine Banane. Hey, du, weißt du überhaupt über den Traumschein Bescheid? Traumschein Bescheid? Scheinbar nicht. Dann gibt es eine... Hoppla, ich habe dir nichts gesagt. Ich bin noch zu jung für sowas. Aha. Sehr hilfreich. Goldene Blätter müssen wir finden. Und irgendeine Banane. Und bewegt sich kein Stück. Aha. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, ja, mir geht's gut. Und dir? Gerade nicht so. Blick gerade nicht, was ich hier machen soll. Ein großes Ei auf dem Tamaranchberg. Man sagt, der Windfisch schlafe darin. Warum? Frag mich was Leichteres. Hüstel. Hundi macht ja auch wieder. Hundi macht Hust. Nee, macht er nicht. Verzeiht. Und nun, ich heute ist einfach nur mal durch die Gegend laufen und nichts schnallen. Ich blamier mich hier aufs Ganze. Aber neue Gebiete haben wir freigeschaltet, das ist was wert. Aha, vielleicht sollten wir uns mal rüber teleportieren. Da hatten wir noch einen Teleportierpunkt. Hier. Die Monster können auch mal besiegen. Und darüber. Zwergenbruch. Tue ich doch gerne hin. So. Telefon. Gibt es vielleicht noch einen weiteren Hinweis? Tut. Ja, hier. Ulria. Du hast die 5 goldenen Blätter noch nicht alle gefunden. Nimm dir doch die Krähe in der Nähe des Schlosses mal vor. Aha, die Krähe in der Nähe des Schlosses. Okay, vielleicht können wir mit der mal reden. Oder die hat das erste goldene Blatt. Krähe in der Nähe des Schlosses. Jetzt werden wir hier wieder bombardiert. Und attackiert. In der Nähe des Schlosses. Mal kurz einen Blick auf die Karte. Hier haben wir wieder was freigeschaltet. Da müssen wir hoch. Wir sind gerade hier bei der Zwergenbrücke. Ach du Schande. Wie kommen wir da nur hoch? Müssen wir hier einen Umweg nach rechts machen. Wie sind wir da lang gekommen? Und wie sind wir hier runtergekommen?
Irgendwie haben wir das ja schon geschafft. Die Tunnel vielleicht. Hier hindurch. Bestimmt. Können wir den jetzt so? Nee, können wir nicht. So, wir gehen mal hier durch. Einfach in Ruhe lassen. Gegner. Die scheiß Bombenviecher hier. An verdächtige Stellen soll ich hier die Bomben legen. Wir gehen hier ausweichen. Eine Dreistigkeit hier. Biene. So, hier mal hoch, würde ich sagen. Ja, da ist ein Schloss. Krähe. Eine Krähe soll es hier geben. Okay, ich gehe mal entlang der Schlossmauer. Bist du eine Krähe? Du bist ein Äffchen. Kiki der Affe. Ich bin Kiki der Affe. Hunger. Kiki der Affe. Hunger. Ich kann eine Banane brauche ich natürlich. Ja gut, dann muss ich im Dorf mal nachfragen. Das war die Banane, nach der ich fragen sollte. Dann gut. Die Viecherkämpfer ist auch lästig. Sind hier und schildern hier. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Herzchen. Was gibt's hier? Muschelbazar. Okay, interessant. Gehen wir mal rein. Muschelbazar. Ganz 2D. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln und betritt dann die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Du solltest wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Nix los. Es tut sich nichts. Du hast wohl nicht genug Muscheln. Okay, komme ich wohl mal später wieder. Ist wohl eine Sache für später. Wollte ich irgendwie ignorieren? Erstmal nicht. Ach, der verdammte hier mit dem. Da waren wir doch, glaube ich, schon mal hier, sind wir im Kreis gelaufen. Ja, ist okay. Erneut versuchen, natürlich. Natürlich. Wir waren schon drüber, aber wir fallen noch mal rein. Ich muss vielleicht mal kurz auf die Karte gucken. Irgendeine Krähe sollten wir hier treffen. Krähe nahe des Schlosses. Haben wir ja schon versucht, rechts und links da lang. Da kommen wir nicht lang. Rechts, links. Ein Weitsprung müssen wir auch irgendwann noch lernen. Weitsprung und Schwimmen. Das dringend mal schwimmen lernen. Somit sieht so aus, als wäre die erste Mission hier erstmal die Banane für den Affen zu besorgen. Den gibt es dann einen hilfreichen Tipp, wie wir hier weiterkommen. Oder suche ich schon wieder an der falschen Stelle und der Dungeon ist wieder ganz an einer anderen Stelle. Da muss ich wohl mal ein bisschen googeln. Ein bisschen recherchieren. Ach, die scheiß Bomberlinge. So. Mein Zeitgefühl sagt mir jedenfalls, dass wir jetzt hier schon die Partlänge erreicht haben. Das heißt, ich sollte hier auf jeden Fall meine kleine Aufnahmepause einlegen. So, war meine nächsten Teleporter, dann kann ich mich zurück ins Dorf machen und dann können wir dort mal vielleicht im nächsten Part mal nach der Banane Ausschau halten. Teleporter, 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 Teleporter. Hier nicht. Ich muss nur wirklich durch den Tunnel hier durch.
Ja, da war, da kam man doch her, das war doch hier. Dieser Tunnel. Jetzt mal hier schnell durch. Am besten ohne angegriffen zu werden. Ich muss das hier überleben. Schnell weg hier. Das ist der Teleport. Stein. Ab ins Dorf. Und zumindest in die Nähe des Dorfes. Teleportstein mitten im Dorf gibt es noch nicht. Habe ich zumindest noch nicht freigeschaltet. Im Gras gibt es ein paar Herzchen. Gut, dann sage ich mal, Däumchen nach oben, sollte es gefallen haben, lassen Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ansonsten habt noch eine angenehme viel Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wo nach Bananen suchen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.